Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge. Im letzten Part haben wir ein bisschen Nebenmissionen gemacht. Sobald du bei Birdman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Tja, und wir sollen jetzt zu Birdman gehen, der irgendwo da oben sein soll. Tasche. Okay. Das sollte eigentlich alles kein Problem sein. So, und dann sprechen wir doch mit Birdman. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst ein Nickerchen. Was machen doch alte Leute so? Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als 2 friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde! Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Okay. Das heißt, ich nehme an, Birdman, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihm früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Na, okay, wenn du das sagst. Markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Okay. Sollte gehen. Das war dumm. Verflucht. Na, verlieren wir sehr viel Zeit. Na, noch mehr Zeit. So. Okay. Ganz eine perfekte Zeit haben wir leider nicht erreicht, aber wir haben es geschafft. Und das ist ja alles, was zählt. Okay, hier haben wir scheinbar eine Statistik. Top 15%. Ich sehe es, deine Dashzeit in Beat Faith. Gut gemacht. Freut mich, dass du es immer noch drauf hast. So, mal schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Hier entlang. Okay, hier ist wieder irgendwas zum Aufsammeln. Gehen einfach mal der Story nach, bevor wir irgendwelche Jobs annehmen. Hier nach oben. Wieder mit Noah sprechen.
Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Oh. Ja. Nein! Wieso? Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich habe schon gewonnen. Verdammt, Mann. Das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Faith hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An. An. Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Wie letztes Mal? Du gehst alleine rein, aber Icarus hält Wache. Hör zu, die Daten dort sind extrem gut gesichert. Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was kriege ich fürs Babysitten, hm? Genau ein Drittel. Mhm. Oder? Ich gebe den Run Aisha und Caleb. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faith. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Los. Oder soll er vor dir da sein? Tja, wir werden uns schon nicht verlaufen. Zumindest haben wir das nicht vor. Ah, jetzt nicht. Ah, jetzt nicht. Wir müssen einen Auftrag erledigen. Wir haben keine Zeit für einen anderen Job oder für irgendwelche Geldprobleme. Elysium Labs ist eines der größeren Gebäude. Du müsstest an der Seite ihr Logo sehen. Mal sehen, ob du mich noch einholen kannst. Tja, ich glaube, man kann die Kriege sowieso nicht einholen. Von dem her versuchen wir es gar nicht. Nur um es nochmal zu wiederholen, Faith. Du musst in die Agrarabteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Shotgun ein und siehst anschließend zu, dass du da rauskommst. So, die Mission wieder im Spiel starten. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Tja, das werden wir auch gleich sehen. Faith, ich habe von dem offenen Fenster gehört. Vielleicht hat es nur der Putzdruck vergessen. Aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade Ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich hab dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Tja, wir haben's gesehen. Und wir sind dran. Ich bin drin. Gut. Kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Verdammt. Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcer. Okay. Der Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Tja, mal schauen. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Okay, da kommen wir nicht lang. Wo müssen wir hin?
Verdammt. Da bin ich wohl ein bisschen falsch gesprungen. Sollte aber eigentlich fast kein Problem sein. Da wir es ja nochmal versuchen können. Ein bisschen weit runter. Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern oder als blinder Passagier nach oben fahren. Natürlich bin ich fürs Raufklettern. Hört sich irgendwie spannender an. Hier einfach Lüftungsschacht offen ist. Ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Wie bitte? Wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. So. Sollte eigentlich alles relativ zügig jetzt gehen. Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Motel-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Nächsten Lüftungsschacht. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele. Es geht um ein neues Enzym. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Und Poser ist ganz scharf drauf. Ich bin jetzt im Bürobereich. Gut. Kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Okay, da oben sollen wir uns einklinken. Machen wir einfach die Abkürzung direkt nach oben. Ah, verdammt. Okay. Hier rüber. Dahin. Jetzt da oben mal hin. Sollte ja kein Problem sein. 3G und gleich bei 4H. So. Hier nach unten. Das sollte funktionieren. Ich bin am Terminal. Die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Er sieht nicht wie ein Mann aus. Ach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Hättest du nicht das machen lassen? Habe ich aber nicht. Faye, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Tja, wir sind neugierig und wollen den Typen danach. Der eher aussieht wie ein Profi-Einbrecher.
dem her könnten wir ja noch was von ihm lernen. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Tja, das freue ich mich schon langsam an. Auch. Ich verliere den Kontakt. Wenn du gerade nicht reden kannst, versuch zu klicken. Nach einem Ausgang für dich. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschreiten Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 7. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnappt sie! Okay, es könnte ein Problem werden. Ah, verdammt. Verdammt, ich muss so schnell laufen. Ah, verdammt, ich glaube nicht, dass wir es gerade schaffen. Wie kommen wir weiter? Zum Glück haben wir gerade volles Fokusschild. Das heißt, wenn wir nicht zu vielen Kugeln ausweichen können. Ich habe keine Zeit für euch. Ich lauf doch schon. Nichts gemacht, das war nur dieser komische Typ. Wir machen keine Runs gegen Krugers Hack. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Ja, wir wollten ja nicht direkt. Aber wir waren neugierig, was der andere Typ hier macht. Ich bin die meisten Verfolger losgeworden. Jetzt muss ich nur noch den Rest abschütteln. Wir sehen uns bald. Komm schon. So. Ja, Mensch, auf mich zuzulabern. Dafür haben wir wenigstens sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Und einen neuen Upgrade-Punkt, den wir gleich mal wo reinstecken können. Ah,
Aktionsvorteil, Betäubungsvorteil. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Leben. Das könnte nicht noch wichtig sein. Und dann sprechen wir doch nochmal mit Noah. Was sollte das denn? Ich freue mich auf dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut, alles gut. Ich hab das hier. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Sorgenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie mal einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ich tue das Richtige. Nein, du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nie. Du Mist. Ich muss über die Sache nachdenken. Versuch, so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich habe dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Wir sind Krugersack los. Wie jetzt? Kein Dankeschön? Ich hau mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay? Zurück! Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Faith! Kat! Wo seid ihr? Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle. Faith, ich hab Angst. Lassen Sie uns gehen, Kruger. Sie wollten nicht kooperieren, Dr. Connors. Das hier ist Ihre Schuld. Mama, was ist das? Das, mein kleines Wesel, ist deine Zukunft. Richtige für dich. Nomad? Wo bist du? Ich habe eine Glitchmod in die Finger bekommen, die mit deinem Beatlink funktionieren müsste. Ich habe dir eine Kopie geschickt. Du kannst sie nutzen, um durch die Lüfter bei Zephyr zu kommen. Probier's aus und triff dich da mit mir. Wir haben ein Problem. Tja. Allerdings werde ich an dieser Stelle dann mal wieder den Part beenden. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Part von Mirror's Edge.